Da sind wir wieder in der Liga und freuen uns auf dieses Spiel. Frank Buschmann und Mani Breuken. Wie denkst du derzeit über den ersten FC Köln, Frank? Sie müssen nur daran glauben, dass es noch hochgehen kann. Fokussieren, den Job machen, konzentriert bleiben, auf Patzer der Konkurrenz hoffen und der Traum vom Aufstieg ist da. Toller Pass! Souverän geklärt. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn? Riyaku! Also Ball sofort verarbeitet. Was für eine schöne Chance und was gibt es? Abstoß. Das sieht gut aus. Und weg ist der Stürmer. Jetzt sieht er. Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Tor. Aber diese Vorarbeit, da hat er den Blick für den freien Mann. Da können Sie jetzt einen Konter draus machen. Schöner Pass. Wunder. Achtung, jetzt. Den kann er sich in Ruhe holen, der Keeper. Es gibt Abstoß. Spezialisten. Die Chance. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Jetzt könnte es gefährlich sein. Ein lieber Mann aus der Distanz abzuziehen. Da brauchst du Optimismus. Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz. Ecke. Versucht's mit dem Kopf. Im letzten Moment. Der Ball ist wieder im Tor aus. Erneuter Eckball. Rund per Kopf. Und der ist drin. Und da macht ein weiteres seiner Kopfballtore. Der ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Aber an dieser Stelle sei es erwähnt, Mani natürlich wunderbar. Dran, Ballbesitz für den FC. Matuschik. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause ab. Der Geistbock ist von der Kette. Das Ding ist gelaufen, Buschi. Ja, und ich kann den Jubel hier verstehen, denn das ist eine klare Führung für die Mannen aus der Bruchstelle. Aktion. Der Gegner ist erleichtert. Sicher in der Ballbahn. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Der Trainer ist zufrieden mit den Geißböcken.